Moin. So, zum Einblick auf unseren Campingplatz kam ich jetzt bisher noch nicht. Das Video folgt noch, weil würde ich euch schon noch mal gerne zeigen. Der war auch vor allem in der Nacht echt irgendwie cool beleuchtet mit grünen Leuchten, so dschungelartig. Und echt super gelegen auch, also abseits und dennoch in der Stadtnähe. Und in der Nacht, 12 Uhr nachts, war ich noch einmal unterwegs. Ah, schade, guck mal, ein Drohnenflugverbotszeichen. Na gut, also hier darf ich leider keine Drohne fliegen, aber wie bereits schon erwartet. Und ich habe sie auch gar nicht dabei. Und Hunde dürfen ja auch nicht laufen. Genauso gefährlich. Genau, ich war mitten in der Nacht wach. Und da konnte ich schon sehen, keine Wolken am Himmel, nur Sterne und der Mond. Und man hat, wir sprechen vom Berg. Wir sind uns noch nicht ganz schlüssig, welcher Berg das nun ist. Wir haben noch ein bisschen recherchiert. Wir gucken bei Google Maps, welche Fluglinie das halt ist. Und wie es aussieht, könnte das der Mount Cook halt sein. Oder halt noch direkt dahinter liegen. Sind wir jetzt nicht so die Experten dazu. Und der Berg, wo wir bei unserem anderen Campingplatz waren, White Horse, war wohl gar nicht direkt Mount Cook, sondern da hätte man halt dann noch diesen Weg mit der Hängebrücke halt noch weitergehen müssen. Und von daher gehen wir jetzt hier einfach mal zu Fuß hin. Genau. Also der Blick war super. Man konnte die Schneekuppel halt sehen. Und wir haben uns jetzt gedacht, na, das Wetter ist jetzt immer noch spektakulär. Die Aussicht ist genauso gut, dass wir die Chance halt einfach nutzen und unsere Wandertour machen. Vivi ist doch mit Flipflops wieder perfekt dafür ausgerüstet. Aber das hat ja auch damals bei der Reise nicht gestört. Genau, das wäre die Brücke für den anderen Wanderweg. Und wir hatten jetzt eigentlich vor, gar nicht unbedingt zum Gletscher zu gehen, sondern einen anderen Wanderweg durch ein bisschen Gebirge. Aber da hätte man auch quasi da hinten starten. Da einmal oben über den Berg rüber und dann kommt man hinten bei so einer Brücke an. Da kommt man aber quasi nur durch den Dschungel ohne Aussicht. Und wir haben uns jetzt gedacht, weil wir eh schon auf dieser entsprechenden Übergangsbrücke waren, um nochmal hier den Berg zu fotografieren, dass wir einfach weitergehen. Mal schauen, wie weit wir kommen, wie weit wir lustig sind. Ob wir bis zum Aussichtspunkt am Ende gehen. Das ist aber 1,5 Stunden Fußmarsch hin und 1,5 Stunden zurück. Das machen wir vielleicht nicht so ganz. Aber lasst uns einfach mal überraschen, wie wir halt lustig sind und halt ansonsten einfach die Fotos genießen, da wir auch nicht wissen, wie vielleicht sonst das Wetter morgen schon wieder wird oder heute Nachmittag. So können wir jetzt wenigstens unseren Ausblick genießen, weshalb wir hier sind. Extra ja auch 2 Nächte gebucht haben und nicht nur einen, um die Chance auf diesen Ausblick hier ja auch zu erhöhen. Parallel hört man hier übrigens, genau, alle 15 Minuten, wie ja gestern auch schon erwähnt, den Helikopter langfliegen. Die Touren sind also wieder auf Hochtouren, die Helikoptertouren. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter und gucken mal, dass wir euch ein bisschen was davon zeigen. We made it. Seht euch mal den Ausblick an. Da hinten den Fox Glacier. Wir sind jetzt also tatsächlich den ganzen Weg zu Fuß gegangen. Von der Stadt aus. Das waren jetzt doch mehr als 1,5 Stunden, weil wir ein bisschen länger gebraucht haben mit dem Buggy, da über die ganzen Steine zu gehen. Jetzt genießen wir hier ein bisschen den Ausblick. Und genau, machen uns dann aber auch natürlich wieder zu Fuß auf den Weg zurück. Bisschen Workout muss sein. Genau, ich hätte gerne, wäre gerne hier mit der Drohne geflogen. Das ist ja wohl irgendwie verständlich, wenn man sowas schon mal hat. Aber hier gibt es überall auf dem Weg entsprechende Hinweise. Also nichts mit Drohnen fliegen. Und so genießen wir jetzt quasi einfach mal kurz den Ausblick. Machen hier eine kleine Pause, setzen uns hier nochmal hin.
Genau, und denken einfach, wie cool, dass wir das gemacht haben und nicht den anderen Weg gegangen sind oder was anderes gemacht haben oder gesagt haben, dass es zu blöd ist und zu anstrengend ist. Jetzt, wo wir hier angekommen sind, hat es sich gelohnt. Ein Wasserfall gibt es hier auch noch. Hier ist eine kleine Aussichtsplattform. Und genau, ich muss erstmal durchatmen und für euch nochmal ein bisschen Ausblick.
Hier nochmal ein kleines Update für euch. Genau, wir sind gerade im Arthurs Pass. Also ein öffentlicher Campingplatz. Da haben wir uns hingestellt. Update: Erstens, ich habe vergessen, den Campingplatz in Franz Josef auszunehmen. Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Orange Sheep Camping Ground oder Campground ist auf jeden Fall zu empfehlen. Cooler Campingplatz dort, was das angeht. Dann darüber hinaus hatten wir ja echt Glück mit dem Wetter, während wir dann noch bei der Anreise mit ein bisschen Regen überrascht wurden. So war es dann letztendlich jetzt den ersten und auch gestern den Tag komplett Sonne. Also den gestrigen Tag und auch heute hatten wir dann nur Sonne. Wir sind gestern dann ja zu Fuß einmal bis zum Franz Josef Gletscher auch gegangen. 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück. Das war ein gutes Workout, würde ich mal sagen. Und haben damit auf jeden Fall unseren Tag auch gut geführt mit Programm. Und jetzt war wieder Zeit für die Weiterreise. Wir haben uns dazu entschieden, erstmal noch an der Küste weiterzufahren. Und dann allerdings den Arthurs Pass mal wieder auf die andere, auf die Ostseite Neuseelands zu nehmen. Und zwar, weil wir einfach durch den Arthurs Pass auch durchfahren wollten. Bisher hat uns das hier sehr gefallen, hier durchzufahren. Wir kommen dann ja auf der Seite von Christchurch wieder an, fahren da allerdings gar nicht nach Christchurch hin, sondern gehen Norden und von dort aus dann halt entsprechend weiter. Genau, entgegen unserer Erwartungen war das in Franz Josef auch wärmer als gedacht. Am Anreisetag mit den Wolken und dem Regen waren es ja auch trotzdem noch irgendwas mit 15 Grad. Dann den ganzen Tag waren es 20 Grad und auch heute bei der Abreise waren es 22 Grad. Wir hatten heute zwischendurch 27 Grad. Auch jetzt stehe ich hier noch was bei irgendwas bei 18 Grad draußen im Schatten. Also demnach war es in Queenstown und in dem Südteil dort einfach nur deutlich kälter. Und gar nicht mal jetzt, weil wir in der Bergregion waren. Genau, ich glaube, das ist das Wichtigste. Das haben wir jetzt schon mal im Kasten. Ansonsten geht es uns soweit gut. Wir gucken mal, wir wollen noch mal irgendwie Kiwis sehen. Wir haben heute schon einen Kea-Vogel gesehen. Man muss ja aufpassen wegen Sandflies, Sandfliegen, die zwicken ein und hinterlassen dann so wie Mückenstiche. Nur, dass das irgendwie viel deutlich mehr juckt. Aber wir haben da auch ein Spray dagegen. Man soll sich eigentlich zu so einer Zeit wie jetzt nicht draußen aufhalten, also nicht das machen, was ich gerade mache. Genau. Ja, ich glaube, das war das Wichtigste. Wir verbringen hier nur eine Nacht auf dem Campground. Da, guck, da sticht mir schon das nächste Viech. Das heißt, ich gehe mal lieber wieder rein zum bei uns in den Campingwagen, bevor das jetzt hier noch mehr eskaliert. Und wir melden uns dann einfach von morgen wieder. Oder morgen wieder im Allgemeinen, wenn wir uns dann wieder auf der Weiterfahrt befinden. Bis dann!
Moin! Wir sind jetzt bei unserem nächsten Campingplatz angekommen in Hunter Springs und haben somit auch den Arthurs Pass erfolgreich verlassen. War auf jeden Fall eine coole Fahrt dadurch. Schöner Ausblick. Gab ein paar Baustellen zwischendurch. Wir hatten eigentlich gutes Wetter durchgehend. Jetzt sieht das Wetter jetzt zugezogen. Das regnet wahrscheinlich auch noch heute Abend und die nächsten Tage. Was wohl denn noch Ausläufer von dem Tropensturm von der Nordinsel sind. Wir schauen aber mal, was wir machen. Wir hatten morgen eigentlich für den Tag geplant, hier in diesen Hot Spring Pool zu gehen, so ein Wasserpark. Und wir wissen halt noch nicht so ganz, ob das denn überhaupt geht. Ob man das so machen kann bei Regen oder wie es sich halt anbietet. Jetzt sind wir gerade noch mal auf dem Weg zu Fuß in die Stadt. Das ist, wie gesagt, hier alles nur ein kleines Dörfchen, eine kleine Stadt. Nichts Großes hier, eher bekannt für seine Hotpools. Und genau, wir haben jetzt hier irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten Fußmarsch. Einmal kurz hier lang, bis wir halt da sind. Wir haben uns für einen mittelgünstigen Campingplatz entschieden. Es gibt nur einen noch günstigeren, der liegt aber richtig weit abseits. Dann sind wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu Fuß bis zur Stadt unterwegs. Wäre ja grundsätzlich kein Problem, wenn man dann halt nicht diesen Ausflug morgen geplant hätte. Der Top 10 Holiday Park, der ist ja etwas teurer im Vergleich, selbst mit dem Rabatt. Wir haben uns inzwischen ja bei dieser Clubmitgliedschaft angemeldet. $42 kostet das für 2 Jahre. Allerdings erhält man dann halt immer schon pro Übernachtung, also pro Nacht Rabatt und halt auch auf der Fähre Rabatt. Die Fähre von der Süd- auf die Nordinsel, die Inter Islander. Jetzt hatten wir die Fähre halt schon gebucht und haben uns halt gefragt, ob wir daraufhin jetzt überhaupt noch Rabatt bekommen. Da haben wir halt, bevor wir das jetzt mit dem Holiday Park gebucht haben, einfach mal angefragt per E-Mail. Die haben gesagt, das ist kein Problem. Man kann auf bereits bestehende Buchung noch nachträglich eine Mitgliedschaft hinzufügen und kriegt dann sogar noch den Rabatt erstattet. Das haben wir natürlich direkt gemacht. Und dann natürlich diese Mitgliedschaft abgeschlossen und die nochmal unsere Nummer geschrieben, haben den Rabatt quasi auch schon gut geschrieben bekommen. Und wir haben jetzt quasi dann für $49, was waren das, glaube ich, diese Mitgliedschaft. Das ist dann so eine Nummer, wo du dann halt bei den Top 10 Holiday Parks einfach Rabatt pro Nacht bekommst. Das ist ganz praktisch, da wir die Nordinsel noch vor uns haben und dann natürlich solche Holiday Parks preislich dann eher mehr noch in die Frage rücken, dann für eine Übernachtung zu buchen. Jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg in die Stadt. Vielleicht, wenn uns irgendwas überzeugt, essen wir da was, ansonsten essen wir was im Camper. Morgen soll es laut Wettervorhersage den ganzen Tag regnen, wir hoffen mal nicht und lassen uns dann bis dahin überraschen. Bis dann!